Unsere Welt ist in Bewegung und koordiniert wird die Bewegung durch unsere Verkehrsnetze. Für Deutschland ist die Bahnmagistrale zwischen München und Berlin von entscheidender Bedeutung. Jetzt geht mit dem Streckenabschnitt zwischen Hallstatt und Breitengüßbach ein weiteres wichtiges Teilstück in Betrieb. Der Streckenabschnitt Hallstatt-Breitengüßbach konnte ein ganzes Jahr früher fertiggestellt werden als geplant. 2019 starteten die Bauarbeiten. Das Projekt beinhaltet unter anderem, die zweigleisige Anlage auf 4 Gleise zu erweitern und 2 davon tauglich für Hochgeschwindigkeitszüge zu machen. Rund erneuerte Technik, Schallschutzwände, barrierefreier Haltepunkt in Hallstatt. In nur 2,5 Jahren wurde aus der Planung Wirklichkeit. Auf den bereits bestehenden Gleisen fahren die Züge jetzt mit bis zu 160 Kilometern in der Stunde. Die Ausbaustrecke ist für Geschwindigkeiten bis 230 km/h ausgelegt. Die Herausforderungen waren natürlich vielfältig. Mit Nachdruck wurde nach Baubeginn weiter daran gearbeitet, den Bauablauf zu optimieren. Denn was würde den Anwohnern und Reisenden mehr nützen, als die Baulärmphase zu verkürzen und möglichst schnell einen verbesserten Bahnverkehr ohne Einschränkungen zur Verfügung zu haben? Dank der Bemühungen aller Projektbeteiligten konnte die Bauzeit um fast die Hälfte verringert werden. Die Arbeiten mussten vielfältig koordiniert werden. Unter anderem nutzte die Autobahn GmbH die Sperrpausen des Teilabschnitts, um die Brücke zu erneuern, auf der die A73 bei Kemmern die Bahnstrecke überführt. Reisen soll nicht nur schneller werden, sondern auch bequemer. Der Haltepunkt Hallstatt ist jetzt barrierefrei und macht alle Reisenden mobiler. Auf den gesamten 5 Kilometern des neuen Streckenabschnitts wurden Schallschutzwände errichtet, die Anwohner umfassend vor Lärm schützen. Der Einbau von Schallschutzfenstern und Lüftern mit Schalldämmung, auf die Bewohner von rund 300 Wohnungen Anspruch haben, ist so gut wie abgeschlossen. Teilweise wurden auch Mittelwände zwischen Gleisen aufgestellt, um den Bahnlärm in den Ortsbereichen zusätzlich zu mindern. Das Farbkonzept konnten die Anliegergemeinden selbst wählen. Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke hatten noch einen interessanten Nebeneffekt. Entlang der Trasse förderten archäologische Untersuchungen Erstaunliches zutage. Die Funde umfassen Werkzeuge aus Feuerstein, Keramik, Bestattungen und sogar Reste einer kreisförmigen Palisadenanlage und lassen vermuten, dass sich um die erneuerte Trasse eine Kulturlandschaft erstreckt, die bereits seit 11.000 Jahren vom Menschen geformt wird. Wo schon die Wege unserer Vorfahren verliefen, sind wir heute unterwegs in die Zukunft.